Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Nancy Wheeler unterwegs und wir haben folgendes Setup: schnell und leise, Täuschung, Frontal und Befreiung. Mal schauen, ob wir irgendwas reißen können. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß mit der Runde. Oh Gott, es regnet auch noch in-game da. Was ist das denn? Richtiger Abfuck. So, hier könnte ich es reinpacken, aber da ist ja gar nichts in der Nähe. Ich schaue, ob ich irgendwie wieder Generator klar machen kann in der Nähe von so einem. Schon wieder der Oni. Was habe ich denn verpasst, Leute? Achso, es gibt Oni-Aufgaben, ne? Er ist einfach direkt bei mir. Ich habe doch Deli. Kann jemand abnehmen? Oha, Nordi nimmt sogar wirklich ab. Oha. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ehre, danke. Sorry, hello. Was geht, was geht? Sorry, fresh aus der Uni am Start, oder wie? Und Lara behauptet letztens noch, der macht doch eh nix. Die freche Nudel. Oh, wild. Wollte eigentlich nur mein Daily Stack geiern. Frag doch mal, Grants, mach mal. Solly, was hast du so gemacht heute? Frag für einen Freund. Oh Gott. Dann jetzt kommt's. Bin gerade also aufgestanden. Gegessen und weiter davor, danach. Mehr wird nicht kommen. Ach, verdammt. Aufgestanden, geschlafen, gegessen und gezockt. Ah! Kann nicht glauben, dass ich das sage, aber Lara hatte scheinbar recht. Lara hatte, glaube ich, recht, Leute. Macht hier nichts draus. Ach, Lara hat recht. Also, komm, ich meine natürlich, war in studentische Aufgaben vertippt. Siehste. Er hat sich nur vertippt. Er hatte aus Versehen. Er ist aus Versehen halt irgendwie auf die falsche Taste gekommen. Ich hab's doch gewusst, Leute. Autokorrektur. Das ist, Zolli ist halt auch gerade am Handy, so wie Irina. Das ist dann halt einfach, ja, da kommen dann einfach halt aus Versehen manchmal so Dinge, die das Handy dann vorgeschlagen hat. Na klar. Als ob dir das noch nie passiert ist, Lara, tu nicht so. Oh Gott, der kommt doch bestimmt wieder zurück. Hier riecht's nach Bullshit.
Passiert mir schon, nur nicht in so massig unterschiedlichen Aussagen. Zolli ist sogar im Schlaf produktiv. Ey, vielleicht hatte Zolli auch einfach, vielleicht ist Zolli auch gerade einfach Teil von so einer Studiengruppe, wo quasi untersucht wird, die Auswirkung von Schlaf aufs Gaming-Geschick oder so. Wer weiß das schon? Dreht dir das nur schön. Ist hier noch in der Nähe? Nee, okay. Ah, ärgerlich. Arena ist schon hochgehalten. Nice. Sie hat schon mal Medikit oder so noch gehabt. Weil bei Arena hat ja wirklich nur noch ein Millimeter gefehlt. War schon gerade ein bisschen ärgerlich. Oh Gott, er kommt! Hab mich geopfert, weil die anderen beiden sind dead on hook. Oh Gott, er will noch zu Rina. Nice. Besser als ein Random. Hallo, Rins. Moin, moin, was geht? Alles gut? Das O ist so lang gezogen. Ich glaube, Rins ist gut drauf, Leute. Ich hake mich einfach direkt ab. Vielleicht nutzt er dann den Bait. Nö, interessiert ihn nicht. Okay. Schade, schade, schade. Irgendjemand war doch eben schon so weit mit dem Gen, oder? Rins hat wieder unbegrenztes Internet. Ah! Daher rührt die gute Laune. Willkommen zurück in der Zivilisation, Rins. Boah, eskaliert einfach. Ach, zivil, direkt auf Facebook. Erstmal Beef angefangen. Angefangen sogar. Ah, Facebook, ey. Letztens war ich ja mal kurz bei Facebook eingeloggt. Hab mal abgecheckt, ob es noch Leute gibt, die Facebook nutzen aus der Community. Waren sogar noch einige. Fand ich krass, war überraschend. Ich nutze es gar nicht mehr, bin ich ehrlich. Als ob der Partyprinz gerade die 100 Stunden ja auch noch voll gemacht hat, Leute. Easy. Easy. Eben noch 14 Monate gedroppt. Jetzt die 100 Stunden. So, Rina down. Du dachtest, Facebook ist nur für ältere Menschen. Es gibt auch manchmal noch die Entschuldigung, ich nutze das nur für Gruppen. Was ist Facebook? Ich kenne nur Facecam. Das ist quasi ähnlich. Du nutzt Facebook leider viel für den Verein. Stimmt, hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und alle Anfragen für Tiere, die über Facebook reinkommen, werden direkt abgelehnt von Rina, weil sie sich so denkt, okay, wer Facebook noch aktiv nutzt, das kann kein guter Mensch sein. Der direkt deleted. Die werden direkt auf so eine Liste gesetzt von Rina. Ich hau das Ding mal hier hin. Ich trage es irgendwie die ganze Zeit schon mit mir rum, bringt ja auch nichts. Oh Gott. Irgendwie dachte ich eben, es wäre jemand in der Jagd, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist die Glyphe. Oh Gott, die brauche ich.
War das für eine Hausaufgabe? Und Nordi ist gerade am Generator, Leute. Der kann nicht stehlen. Ah, herrlich. Er bleibt jetzt hier schön bei Alex und mir. Eskaliert er jetzt für mich oder was macht er jetzt? Nordi, zieh durch, du Bengel! Dann gehe ich wieder an den Generator von Alex. Sie ist auch da. Jetzt ist er zu Nordi rübergerannt, scheinbar. Ich meine, ich darf notfalls noch mal einen Haken, ne? Bevor. Obwohl. Scheiße, Nordi ist jetzt schon erjagt. Dann mach ich lieber den Jen. Ich bin einfach entgegengerannt. Und er hat nicht getroffen. Das ist schon wieder wild gewesen. Zu gierig, selbst in den Finger gebissen. Der gute alte Dr. Edgar Post hier, ey. Erinnert ihr euch noch? War das Dr. Edgar? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ja. Bester Twitter-Post, den ich je gelesen habe. Okay, wenn Alex down geht, sie kann ja auch noch mal einen Haken. Oh Gott, die kommen hierher. Da ist noch eine Glyphe, aber ich brauche keine mehr. Wo rennt Alex hin? Vielleicht können wir uns heilen. Alex, bist du in der Bude? Warte in der Bude auf mich. Ne, warte, wo ist sie? Ich habe sie auch gerade gesehen. Doch, da ist sie sogar. Yes! Okay, komm, wir heilen uns. Nordi macht Ausgang auf. Oder Nordi kann auch auf entspannt sein. Wenn der jetzt auch Nurses Calling gehabt hätte. Nordi kann auch auf entspannt warten, bis die Fähigkeit abgelaufen ist. Würde auch gehen. Du möchtest, dass diese Runde auf YouTube kommt. Du bist zwar tot, aber er sagte besser als ein Random. Oh Gott. Was zahlst du dafür, hä? Donate mal rein. Mal gucken, wir können über alles reden. Ich lade die auf YouTube hoch, da musst du einen YouTube Thanks machen, oder wie das nochmal heißt. Jetzt hat er doch noch irgendwie Nordi erwischt. Ärgerlich. Die Runde ist nichts für YouTube. Meinst du nicht? Eigentlich ist sie schon lustig gewesen. Oh Gott. Guck mal hier, das könnte jetzt noch einen wilden Plot-Twist nehmen. Ich bin eine Blume. Alex ist am Ausgang. Grant ist am Ausgang. Er kommt jetzt zu dir rüber. Aufpasse. Zumal du was für YouTube brauchst. Die letzten Runden waren viel schlimmer. Ja, ich muss sagen, aktuell habe ich sogar wieder ein bisschen Vorrat. Ausgang ist offen. Wo kommt Alex her jetzt? Checkpalette steht noch. Oh Gott, jetzt hat er die Fähigkeit. Ein Pölzerchen ist nie verkehrt, da gebe ich dir recht. Kommen mal wieder schlechtere Zeiten. Mach drüben den Ausgang auch nochmal auf sonst. Oder ich versuch's zumindest. Ich höre hier aber auch kein Terror. Scheiße, wo ist Alex hingerannt? Wo ist unser Kätzchen? Dein Ausgang ist auch auf, Alex. Oh shit, jetzt ist sie da. Verdammt! Oh, kommt sie in den Keller? Oh, vielleicht kann sie rauskrabbeln. Nee. Ach komm, in den Keller gehe ich nicht runter. Es tut mir leid. Es tut mir leid.
Weißt du, bist schon 6,5 Jahre Sub. Aber Keller gegen Oni. Sorry, Bro. Oder Sis, eher gesagt. Ah, oh, herrlich. Der Chase war so episch. Schade, dass es nicht noch bis zum Ausgang. Ich meine, es war ja nicht weit, ne? Für Randoms wäre er losgetiegt. Der Ausgang war halt schon relativ nah, aber gegen Oni. Leute, ich sag's, wie es ist. Das wäre doch nichts geworden. Ja, Leute, da muss man ehrlich sein. Konnte ich auch wirklich nichts mehr machen hinten raus. Ne, da trifft mich aber gar keine Schuld. So, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Falls es so ist, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.